Ich glaube, die frieren nicht. Wo könnte jemand frieren? Das sind nur die Werfer. Komme ich da rüber? Ja. Weil das sieht irgendwie so aus, als ob ich da hochklettern müsste. Also das sieht irgendwie... So, es zwingt mich, was zu tun, wisst ihr? Bist du am Frieren? Bist du frierend? Sieht so aus, als wollte dieser arme Kerl auch zur oberen Ebene. Ja, ich erinnere mich. Die Stadt mit ist dort oben, weit weg von all dem Müll und dem Siechtum des Lappens. Selbst in düsteren Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedene Gesellschaftsklassen aufzuteilen. Damals waren viele Leute aus den Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Ich glaube, der friert nicht mehr. Au! Auch im Binärcode ist alles unter Null kalt. Komme ich da in? Nee, ne. Das sieht aus, als ob es da zu Ende wäre. Ah, was sieht cool aus. Nicht so leer wie befürchtet. Bisher ja. Bisher ja, aber also. Mal gucken, ne? Ich weiß halt nicht, was danach kommt, aber ich habe auch keine Lust. Also, ich will nicht zu Momo. Ich will den Frierenden jetzt finden. Ich will die Hauptquest nicht machen. Ich will Momo finden. Kommen wir darüber? Nee, ne? Schade. Oh weh, das ist ja schade. Hey, Leute! Bei uns wird niemand... Oh, nee, will ich ja deswegen verhindern. Nur eine Frage, habt ihr vielleicht noch einen Energy-Drink für mich? Ich bin eine sehr durstige Katze. Da waren wir auch drin. Wo war das nochmal? Das war der Pool Billard. Der Billard. Warte mal. Entschuldigung. Das habe ich verpasst und das ist... Also, es tut mir leid. Naja. Kannst du auf Energy, das kann was geben. Hä? Also schlimmer als ja. Boah, da steht der gute. Da steht der gute Alkohol. Oh, da habe ich mich erschreckt. Friert hier denn keiner? Ich komme noch nicht durch, gerade. Warte mal, hat der eine Fußfessel? Der hat eine Fußfessel. Oma, wer friert denn? Warum hat Oma mir Kleidung gemacht? Ach, da waren wir gerade. Ich laufe im Kreis. Aber zu meiner Verteidigung, es ist ja auch alles im Kreis. Kann ich da hoch? Das sieht sinnvoll aus, was ich hier mache. Aua! Das war nicht sinnvoll. Es hatte genau keinen Mehrwert. Cool. Der auf dem Dach da lag, der war doch auch nicht frierend, oder? Der sah auch nicht frierend aus. Du bist doch auch nicht frierend. Bist du frierend? Ich meine, du hast einen Hut. Oh. Das ist schön. Hä? Ich wollte auch hoch. Sind doch kein Stammbaum. Nein. Wir sind reinrassig. Also, multirassig meine ich natürlich, weil also wir ganz verschiedene Quellen unserer DNA. Zwar nie, du frierst nicht, ne? Wer wohnt da hinten? Oh, talentiert schön. Schön für den Oma. Echt. Ganz toll.
Ach, da ist das Schild. Ach, da muss ich auch hin. Wow, okay. Okay. Oh, ich kann schlafen. Ryan ist kurz geschnitten mit der goldenen Sichel. Ryan ist rassig. Wir sind schon süß. Es kann uns niemand was sagen. Wir sind echt süß. Oh, da ist ein Gesicht. Ist hier jemand, den wir sehen, der frieren könnte? Die frieren nicht, oder? Die frieren nicht. Oh. Da war ich schon. Mist. Wer friert denn hier? Wer wird denn da gleich frieren, ne? Da hinten? Da oben war ich halt auch noch nicht. Hallo? Hier und dann da und dann. Nein! Oh, jetzt komme ich nicht mehr hoch, ne? Toll, danke, Spiel. Das war aber freundlich von dir. Hier friert halt einfach keiner. Da oben hätten wir auch hingekommen, toll. Friert hier jemand? Katzapult! Hä, ach, hier waren wir doch schon. Na toll. Das ist der Dode. Der Dode ist hier. Kann ich hier noch mit einem Automaten interagieren? Ich brauche noch zwei Energies. So. Wir finden das. Wir finden den Frierenden. So. Und jetzt hier lang, ne? Geht das? Komme ich da hin? Da komme ich ja nirgend hin. Oh, da unten. Oh, oh. Okay. Was ist das denn? Erstaunlich, die Gefährten haben sich enorm weiterentwickelt. In den Anfängen ahmte ihre einfache KI die menschliche Kunst lediglich nach. Jetzt haben sie ihre ganz eigene. Die Menschen haben oft gesagt, dass es in verzweifelten Situationen wichtig ist, künstlerisch tätig zu sein. Dies sind zweifellos verzweifelte Zeiten. Im Raum am Anfang. Ja, aber da friert doch keiner, oder? Das habe ich ja eigentlich ausgeschlossen. Also ich meine, wir sind eh gerade da. Frierst du vielleicht? Ich frage jetzt einfach jeden. Ich meine, die sind doch drin. Die können gar nicht frieren. Nein. Ach, mit dem konnte ich nicht. Ja, talentiert. Ja, wow. Und hier und da und wumps. Awesome. Habe ich die Person, die friert, schon gesehen? Oder muss ich die noch finden? Ich meine, du hast sie ja scheinbar schon gefunden.
Den Tipp hätte ich gern. Oh. Haben wir hier noch was nicht gesehen? Nico Plant. Nico, Nico, nee. Da waren wir. Waren wir. Das war doch das jetzt gerade, oder? Wie friert der Technik-Freak? Nee. Der sieht nicht aus, als ob der frieren würde. Der war in seinem schönen, warmen Zimmerchen. Gib mir. Sehr schön. Ich kann einfach fliegen. Da war ich schon, ne? Halt die Finger beim Programmieren wären. Ach. Leise weinen. Könnte denn jemand sitzen, der friert? Ich meine, das sind Roboter, die können gar nicht frieren. Oh, danke schön, Herr Frau Anonym. Dankeschön für die 4 Subgifts. Dankeschön. Vielen Dank für Subgift an Zwelch, an Pillenpaule, an May und an Hackbraten. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Warte mal, ich hab ein Kontaktproblem. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die 4 Subgifts, Herr Frau Anonym. Dankeschön. Ich vergesse, wo wir schon waren. Ich bin mir sicher, dass wir da hoch müssen. Es sieht sinnvoll aus. Pikachu! Wega, wega! Hallo, du sollst da hoch? Danke. Da waren wir doch aber gerade. Aber das sieht so... Dankeschön, Dominik, fürs Abgift an Frierender. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich glaube, wir kommen noch gar nicht dahin. Ja, ne? Aber irgendwie ist... meine Angst ist zu groß. Awesome hört ja auch nicht zu. Awesome hilft einfach nicht, wisst ihr? Awesome ist voll gemein. Da fragt man und dann hilft er nicht. Weil du das alles für sich selbst behalten hast. Hier drängt Lunali Einheit 2. Dankeschön, Lurker, für die 100 Bits. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Lurker hilft. Lurker hilft. Bits für den Frierenden. Belüftung, Stromversorgung. Vielleicht folgt er uns dann. Friert er jetzt? Friert er jetzt? Wer auch immer. Hallo? Auch jetzt. Dankeschön, Lulu. Dankeschön fürs Subgift an Slowen. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Oh, man kann runtergucken. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemand namens Balthasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zurks nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit, als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns Wächter erzählt hat. Schlabberi papp papp. Schlabberi papp papp. Schlabberi papp papp. Schlabberi papp papp. Der Friert hockt am Ofen. Wenn ich den ausmache, dann können sie auch frieren, ne? Wow! Hä, wo bin ich denn jetzt? Ich bin voll krass. Ich bin Einbrecher gerade gekratze.
Ah, Dankeschön, May, fürs Subgift an Hashimoto. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, May. Und hallo, May. Dankeschön. Vielen Arigato. Arigato. Gozaimasu. Kann ich auch hoch aufs Bett? Okay, huh. Mau. Achso, da kam ich ja her. Upsi. Dann gucken wir halt mal zu Elliot. Ja, an sich schon, weil meine Frage war halt, ob ich die Person schon kenne. Oder ob man die extra suchen muss, aber... Naja. Lass mich doch mal... Jetzt spring doch einfach! Katzenland, nehm mal auf ihren vier Tatzen. Wo war der nochmal? Hier irgendwo da hinten. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich nicht weiß, wo ich ihn finde. Aber ich glaube, Elliot ist so ein bisschen... Wisst ihr? Hier! Nee. Der war doch direkt hier, oder nicht? War der nicht direkt bei der Putzi? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt. Cosma oder so, ne? Bei der Putzi Schmutzi. Weil sie Schmutz wegputzt. Physisch zu kaufen, aber es ist bei PlayStation, PSN, Dingsbums-Abo, es ist kostenlos dabei. Also, weiß ich nicht. Ich verstehe schon, aber... Also, dass man es haben will, aber... Also, weißt du? Viel Geld sparen. Also, wie es bisher ist, ich kann dir nicht sagen, wie es ist. Es ist absolut süß. Warte, dem muss ich hinterher. Zeig mir, wo er ist. Und es ist wunderhübsch. Aber ich weiß noch nicht, wie es jetzt, also, langzeitmäßig ist. Wir haben auch erst angefangen und ich laufe einfach nur die ganze Zeit drum rum. Deswegen, keine Ahnung. Pff. Der war doch hier irgendwo. Manu. Ich hab mich nicht verlaufen, du hast dich verlaufen. Da, Elliot. Warte, wie sieht das Schild von Elliot aus? Ja, danke schön. Ja, okay, weil du so hilfreich warst. Schade. Ja, also auf Steam kostet 27. Und das ist der einzige Preis, den ich gesehen habe. Dankeschön. Elliot friert. Das kann ich mir nicht vorstellen. Guckt euch doch mal an. Der friert. Oh mein Gott, der friert halt wirklich. Er friert halt wirklich. Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Danke für den Poncho. Bitte komm zu mir, wenn du etwas zu reparieren hast. Nö. Ich habe halt gefühlt noch gar nichts. Ich habe gefühlt noch gar nichts. Entschuldigung, aber ich möchte bitte rausgelassen werden, ja? Hallo, Hackbraten. Danke. Dankeschön für den Hype-Train, Leute. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Wie komme ich jetzt dahin, wo ich hin möchte? Ich bin relativ gut da, glaube ich. Da. Okay. Wir gehen jetzt zu Momo. Ich muss noch ein bisschen was sehen vom Spiel und wir müssen demnächst aufhören. Also. Hier und da und da. Und hier so. Da hinten. Oh nein. Nicht, bitte nicht fallen. Alimos, yay! Wo kann ich da? Das ist ja einfach nur. Nee. Ich kann miauen! In der Cutscene! Ich kann einfach miauen in der Cutscene. Eine richtige Cutscene. Erde. Die Erde ist der dritte Planet von der Sonne und hinsichtlich Masse und Durchmesser der fünftgrößte im Sonnensystem. Bis heute ist sie das einzige Himmelsobjekt, das bekanntlich Leben beherbergt. Laut radiometrischer Datierung ist die Erde 4,54 Milliarden Jahre alt. Sie hat einen einzigen natürlichen Satelliten, den Mond, der kurz danach entstanden ist. Die Gravitationswechselwirkung mit dem Mond erzeugt die Gezeiten, stabilisiert die Drehachse der Erde und verringert allmählich ihre Drehgeschwindigkeit. Die Stadt hat eine zylindrische... Mann! Laber nicht so viel, B12-Vitamin. Die Stadt hat eine zylindrische Form mit einem Durchmesser von etwa 450 Metern. Es gibt eine Ebene über der unsrigen. Die Stadt scheint eine Kuppel zu haben. Wenn ich meinen Büchern glaube, liegt dahinter ein großer blauer Himmel verborgen. 8801. Oh nein, nein, nicht wieder invertiert. Nicht wieder invertieren. Nein. 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 Zieh die Pappmütze ab. Oh Gott. Jetzt ist halt noch nicht mal richtig hundertprozentig invertiert gewesen, sondern so semi. Das hat's noch schlimmer gemacht. Oh, wer ist das denn? Eine Kuh! Oh, wieder zu Hause 2. Ich erinnere mich an dieses Videospiel. Es wurde kurz nach meiner Erschaffung herausgebracht, glaube ich. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Der Wissenschaftler und ich haben viel Zeit damit verbracht, es zu spielen. Es hat Spaß gemacht. Er fehlt mir. Warum kann ich mich nicht an seinen Namen erinnern? Okay, jetzt können wir uns treffen. Das wird niemals funktionieren. Warum habe ich sie gehen lassen? Jetzt bin ich ganz allein. Hey du, was willst du? Oh nein. Momo traurig. Momo. Die Recherchebücher meiner Freunde bringen jetzt auch nichts. Niemand will mehr nach draußen gehen. Was kann ich bitte für dich tun? Ist das ein Bild von der Außenwelt? Willst du dorthin gehen? Mach dir nicht die Mühe, es ist Zeitverschwendung. Es wird dir nur Einsamkeit und Verzweiflung bringen. Meine Freunde hatten diesen Traum auch, aber jetzt sind sie weg und ich bin ganz allein. Ich weiß nicht, wo sie gelandet sind. Ich habe versucht, sie zu kontaktieren, aber dieser Sendeempfänger funktioniert nicht. Meine Freunde und ich haben zu unseren Recherchen über die Außenwelt Notizen gemacht. Hier nimm meine, wenn du wirklich nach da draußen willst. Och, quietsch. Du bist auf dich allein gestellt. Ich bin fertig mit der Außenwelt. Viel Glück. Momo scheint sehr traurig zu sein. Er vermisst seine Freunde. Lass mich einen Blick ins Notizbuch werfen, das er uns gegeben hat. Das Manifest der Außenweltler. Wir müssen um jeden Preis die Außenwelt erreichen. Wir müssen unsere Brüder und Schwestern schützen. Wir müssen uns von den Zurks fernhalten. Es ist unterschrieben mit Clementine, Balthasar, Doc und Momo. Es sieht so aus, als ob Momos Name später hinzugefügt wurde. Ich denke, wir sollten die anderen Notizbücher finden. Aber Doc habe ich noch nicht.
Wir haben 3 Notizbücher gefunden. Noch eins und wir sind fertig. Wir müssen uns in den verlassenen Wohnungen der Gegend umschauen. Du solltest sie alle von den Dächern aus sehen können. Halte nach einem Außenbettler-Logo Ausschau. La. Es sind die blauen Köpfe, richtig? Die Symbol an der Wand stimmt mit dem auf dem Notizbuch überein. Wir waren bereits an diesem Ort, aber wir könnten nachsehen, ob es noch andere solche Zeichen gibt. Da oben waren wir doch auch, oder? Warte. 1, 2, 3. Ja, bei dem waren wir 100%. Das heißt, wir waren da noch nicht. Upsi. Upsi. Ups. Ups. Hallo, Ikaro. Mau. Hoppala, ja. Ups. Na dann. Es ist Vanito, geh mal weg. Waren wir da echt noch nicht? Aber waren wir nicht gefühlt in jeder Oh Gott. Achso. Ich dachte gerade, ich stecke fest. Dabei war ich einfach noch nicht unten. Bestimmt Trollo-Fernsehen. Oh. Kriegt dafür eigentlich keine Errungenschaft? Oder kratzt ich einfach nie genug? Hier waren wir tatsächlich noch nicht. Okay, krass. Hier waren wir wirklich noch nicht. Notenblatt. Schon wenn du sie kaputt gemacht hast. Also du meinst, ich muss 3 Jahre kratzen? Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein. Band 42. Meine Nase juckt. Immer noch ein Hund an der Nase. Ich hätte es lieb, ne? Manchmal. Also nicht zu mir. Nie zu mir. Du bist immer böse zu mir. Aber du hättest immer untereinander lieb. Aber du bist lieb. Immer, ne? Ich bin so ein lieber Mensch. Errungenschaft, einen Streit mit dem Fernseher anzufangen vielleicht. Ich meine, ich habe 100 Mal miaut. Das war auch eine Errungenschaft. Habe ich schon geschafft. Glaubt ihr, sie ist bald kaputt? Glaubt ihr, ich bin bald durch? Boah, das ist zu anstrengend. Nicht mit dem PS5-Controller. Der mit seinem Dingsbums da, seinem... Nee. Nee, nee, nee. Ich lass dich nicht einfach nur drücken. Hey, Doc, ich hab die Schlüssel zu deinem Safe gefunden. Du musst echt vorsichtiger sein. Es reicht nicht, deinen Safe hinter einem Haufen Bücher zu verbergen. Jess, die Bibliothekarin. Aber ich habe jetzt den Schlüssel, ja? Ja, gut. Haufen Büchern. Haufen Bücher. Wie kann ich die Bücher töten? Wie kann ich die Bücher töten? Ich habe gar nicht gesehen, dass da einer drunter sitzt. Upsi. Wie kann ich die Bücher töten? Ich wollte eigentlich den Safe, aber hey. Also ich mache die Kamerafahrt übrigens nicht, die ist von selbst, ne? Ich suche immer noch den Safe.
hinter einem Haufen Büchern zu verstecken. Muss ich einfach draufsteigen und dann, also draufspringen und dann gehen die kaputt, die Haufen? Ist dem so? Ich glaube ja, oder? Ist alles bisher kaputt? Okay, wir springen jetzt auf alle Bücher drauf. So macht man das. Ich weiß nur, morgens da. Jetzt kommt hier nichts mit. Und ich hätte ein Haus für die Zeit dafür. Verständnis, aber... Wie du sagst, man muss halt die Haus dafür haben. Die Zeit für das Haustier haben. Was ist das für ein cooles Buch? Die Frage ist jetzt nur... Wo ist safe? Zeig safe. Zeig safe. Ist aber nicht der Safe, oder? Da kam ich ja durch. Wo ist Haufen Bücher safe? Wo ist Haufen Bücher safe? Das ist ein Kühlschrank. Katzenmusik, ja. Man konnte, und das war richtig cool, man konnte auf einer Tastatur rumlaufen und die hat dann wirklich geklickt. Ich habe einfach noch nicht alle Bücher gefunden. That's the problem. Ich muss einfach beharrlicher auf diese ganzen Bücher gucken. Ach, da hoch kann ich, glaube ich, oder? Aber ich komme hier nicht hoch. Also, nee, geht gar nicht. Schade da. Schade da, da, de da. Also, ich finde, er hat seinen. Safe eigentlich... Wow, das wollte ich nicht. Safe eigentlich ganz gut versteckt. Also ich finde, er hat es gut gemacht. Oh, da ist er ja. Entschuldigung. Das war natürlich ganz einfach. Das sind einige gruselige Bilder tatsächlich. Endlich, das letzte Notizbuch. Das hier scheint jemand namens Doc zu gehören. Nach wochenlanger Forschungsarbeit habe ich einen Spektrometer mit einer starken UV-Lampe kombiniert. Damit sollten wir in der Lage sein, die Zurks auf unserem Weg zur Außenwelt abzuwehren. Der erste Versuch war explosiv. Ich muss ihn vielleicht unter realen Bedingungen testen. Oh, in diesem Buch gibt es auch eine Notiz. Da steht, ich habe einen Konstruktionsfehler im Sendeempfänger gefunden, aber ich glaube, ich weiß jetzt, wie man ihn beheben kann. Hier ist die Gleichung. Damit sollten wir in der Lage sein, Momo zu helfen, den Sendeempfänger zu reparieren. Wenn er mit der oberen Ebene kommunizieren kann, könnte das unser Weg nach oben sein. Zeigen wir ihm, was wir gefunden haben. Ich bin halt nur eine Katze. Ja, Entschuldigung, ich finde halt nicht alles. Schlaf gut, Fisselchen. Krallen wetzen sich nicht von allein, so wie Schwerter geschleppt werden. Eben. Eben. Ist wichtig. Hier. So. Und jetzt wieder zu Momo. Auf zu Momo. Auf. Auf und davon. Hallo Momo. Hier, ich habe ein Buch für dich. Hey, kleine Katze, suchst du immer noch nach diesen nutzlosen Notizbüchern? Oh, es gehört Doc. Er war wirklich ein großer Fan von Elektronik und so. Er war immer kurz davor, eine große Entdeckung zu machen. Das ist mein Notizbuch. Ich war die Letzte, die sich den Außenwäldlern angeschlossen hat. Und ich bin auch die Letzte, die noch übrig ist. Warum ist dann deins eins von vier? Das ist doch das Notizbuch von Balthasar, oder? Meistens habe ich nie ganz verstanden, wovon er sprach, aber er war sehr weise. Warte, du hast tatsächlich alle Notizbücher meiner Freunde gefunden? Oh, was ist das für eine Notiz? Der Sendempfänger kann repariert werden? Das ist ja unglaublich.
Das bedeutet, dass wir auch außerhalb des Slums kommunizieren können sollten. Clementine, Balthasar, Doc, es tut mir leid, dass ich an unserer Sache gezweifelt habe. Ich verspreche euch, ich werde einen Weg finden, an die Oberfläche zu kommen. Danke, vielleicht finden wir für dich einen Weg nach oben. Jetzt lass uns diesen Schrotthaufen von einem Sendeempfänger reparieren. Ich putz kurz Nase. Gut, Schrupp, gut, Putz, danke. Et voilà, es funktioniert. Komm mit mir. Außenweltler. Die nächsten 2 Stunden sind gesichert. Okay. Entschuldigung, aber ich habe hier eine Aufgabe zu erledigen. Fertig. Da oben siehst du das Gebäude hoch über den anderen. Wenn du den Sendeempfänger ganz oben auf dem Turm installierst, sollten wir mit der ganzen Stadt kommunizieren können. Meine Freunde könnten noch da draußen sein. Wenn es einen Fluchtweg gibt, werden sie davon wissen. Quietsch. Du bist der Einzige, der klein und schnell genug ist, um den Zug zu entkommen. Wir brauchen dich, kleine Außenweltler. Bring uns in den Himmel. Das Gebäude hoch über den anderen. Das da. Leuchtet zumindest. Und wie komme ich da jetzt hin? Hilf mir doch mal. Wie soll ich denn jetzt da hinkommen, du Depperter? Du bist ja lustig, ist das ja... Ich frag mal den Freund. Nee. Also gut, lass uns den Sendeempfänger ganz oben auf das große Gebäude stellen. Da? Oder wo da? Die Dächer. Ach, da! Na dann. Sichert das nicht das? Was da? Oh nein. Oh, wir müssen aufhören. Wir müssen aufhören. Na 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 na. Nervige Viecher. Wohin denn? Oh. Jetpack wäre gut. Die Stadt ist voller Neon, das war nicht immer so. Früher gab es strenge Energiebeschränkungen, besonders in den Slums. Aber die Menschen kamen mit der ständigen Dunkelheit nicht zurecht. Eines Tages schaltete jemand Regenbogenlampen ein. Neonleuchten im ganzen Haus. Diese Person wurde weggebracht und nie wieder gesehen. Aber die Menschen hatten wieder Hoffnung und fingen kurz darauf alle an, in ihren Häusern jede Menge Licht anzubringen. Die Unterdrücker konnten nichts dagegen tun. Es war ein Weg für die Menschen, wieder Farben zu sehen, wie in der Außenwelt. Ich glaube, das hat geholfen. Das klingt nach Menschen. Das klingt nach Menschen. Also da sehe ich uns, ja? Pfui, pfui. Ja, geil. Na, geil.
Das sieht ja einladend aus. Schick. Schlafgutwaffe schon durch, träum was Schönes. Nein. Oh nein, das ist ja richtig mies. Okay, das ist ja richtig mies. Ich muss sie weglocken. Ich glaube, das Spiel wird ganz schön schwer. Ich glaube tatsächlich, dass das ganz schön schwer wird. Also taktisch wird das, glaube ich. Man muss denken. Und es tut mir leid, ich habe gerade nicht so, also ich fühle mich gerade nicht so in der Lage, so krass taktisch zu denken. Tür hacken. Ist ja doch nicht so schwer. Okay, ich dachte, die werden dann einfach reingesperrt. Was ist denn mit euch? Nein, es hilft nichts. Ach, ich muss in die Richtung. Hä, ihr könnt doch einfach darüber laufen. Was ist mit denen? Die stampen so mit den Füßen beim Zocken. Wäre eine schöne Sache, oder? Das wäre echt schön. Ich meine, es sind doch auch... Also, das nennen wir doch auch Thumbs. Also... Sind die Fußdaumen... Daumennägel mit Daumen zeichnen ist doch sinnvoll, oder? Ah, ich weiß, wie ich reinkomme. Hat man gleich gesehen schon. Hallo. Sind die Bubbles auch böse? Nö, gut. Ups. Wie komme ich denn da hoch? Hoch? Hier. Okay. Das kann ich nicht auf mir sitzen machen. Wenn die das können, kannst du das auch... Ja, aber die haben meistens mit dem Mund, glaube ich, gezeichnet. Oh. Oh nein, ich bin schon wieder zu dick. Es knarzt schon wieder. Oh nein, ich höre die doch schon wieder. Oh, ich höre die doch schon wieder. Oh, ich höre die doch. Ach, da sind die. Wo komme ich denn hier raus? Wahrscheinlich da rechts, richtig? Oh Gott! Mama, ich will noch nicht. Wow! Ich kann nicht. Oh, ich kann doch nicht. Ich kann doch nicht sterben. Hä? Geht da hoch? Ich kann doch nicht sterben. Oh nein. Mit dem Unterschwer beim Spielen. Hä? Die Katze redet auch nicht. Was muss ich da machen? Warum muss ich da hin? Okay. Nekokorb. Sie waren für die Abfallwirtschaft zuständig. Als der Müll aus der oberen Ebene die Slums überflutete, versuchten sie, ein Bakterium zu entwickeln, das alles auflöst. Nachdem die Menschen verschwunden waren, mutierte das Bakterium. Sie wuchsen und fraßen weit mehr als nur Müll. Und jetzt haben wir Zurks. Los geht's. Let's go. Okay, ich sehe, warum wir dahin müssen. Shit, ey. Nein, 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 nein
Das war nicht schlau. Das war nicht schlau. Das war nicht schlau. Ich kann auch von da rüber. Okay, ich verstehe. Ich verstehe. Okay. Upsi. Hä, machen die sich kaputt? Hä, wieso machen die sich kaputt? Selbstzerstörung initiiert. Zughalsbänder, wow. Lemmige seid ihr ein bisschen, ne? Oh nein, da sind schon wieder. Oh, die kommen ja schon, okay. Kommt einfach durch. That's beautiful. Me like that very much. Wir sind fast oben. Ich weiß nicht, wie das kommt. Ich muss jetzt überleben, bis der Fahrstuhl da ist, ja? Das ist mal eine lustige Art von Arena-Kampf. Runde. Geht die Tür auch auf? Oder muss ich da drauf? Survival Games magst du doch. Ja. Aber ich kann mich gern wehren. Wir haben doch Krallen. Warum sind wir so? So, friedfertig. Katzen sind böse. Friedfertig passt nicht. Wenn es ein Hund wäre, okay. Ein Katzifist? Ja. Wir sind hier. Befestige den Senderempfänger an dieser Antenne. Laut. Ich habe über 26 Grad gerade. Das kenne ich so nicht mehr. Babyrocky. Endlich wieder Radio hören. Nee. Kommt sowieso nur Schrott. Früher, als ich noch jung war, da waren noch gute Lieder. Schau die Aussicht, von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt, die Stadt, sie sollte ein Schutzort sein. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen. Aber das hatte seinen Preis, niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war, nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich finde es so cool, dass man da miauen kann und da kann sehen. Dann leg dich mal zur Ruhe, schlaf gut, Rutsch. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen.
Oh, hä? Ich wollte es... Oh. Ich wollte es alles sehen. Danke für den Follow, Sammy Kuhn. Dankeschön. Die Slums Teil 2. Ich finde das ein gutes Punkt. Das ist ein gutes Punkt. Das ist ein guter Punkt, um aufzuhören, oder?